Polizeihauptmeister und Präventionsberater Carsten Hamann freute sich kürzlich sehr. Der Vorsitzende der Verkehrswacht Güstrow, Klaus-Dieter Gabbert, überreichte ihm einen Satz nummerierter Warnwesten, einen Satz neue Fahrradhelme für Kinder und zwei neue Fahrräder. Außerdem gab es für die Arbeit im Verkehrsgarten in der Goldberger Straße eine Kippstange und einen Eiertester. 18 Schüler der Klasse 4 des Landesförderzentrums mit dem Förderschwerpunkt Hören konnten gleich diese Utensilien für ihre Fahrradprüfung nutzen. Sie hatten etwa 10 Stunden theoretischen Unterricht absolviert, bevor sie dann auf dem Rad im Verkehrsgarten ihr Wissen praktisch testeten. Mit den leuchtenden Warnwesten sind sie nicht nur gut zu sehen, sondern auch durch die Nummerierung besser den entsprechenden Kindern zuzuordnen. Wir haben über die Verkehrswacht die Möglichkeit, die Jugendverkehrsschule jedes Jahr zu modernisieren, also Fahrräder auszutauschen, Helme auszutauschen und eben wie heute nummerierte Westen zu übergeben. Damit unterstützen wir die Polizeiarbeit, die dann ja auch wieder die Verkehrswacht unterstützt. Wir werden sukzessive jedes Jahr die Fahrräder austauschen. Und jetzt haben wir schon mal 12 Fahrräder aus dem Bestand rausgenommen. Das sind so wie diese gelb-roten gepunkteten. Und die wären für kleines Geld wieder zu reparieren, also sprich neue Schläuche. Und wir würden die hergeben an Kindertageseinrichtungen oder an sonstige gemeinnützige Geschichten, die hier in Güstrow ja zuhauf sind auch, Gott sei Dank. Und wer eben so ein Fahrrad haben möchte, der soll sich dann bei mir melden. Das ist unter der eingeblendeten Telefonnummer möglich. Derzeit sind viele Kinder der 4. Klassen im Landkreis dabei, ihre Fahrradprüfung zu absolvieren. Darum bittet Carsten Hamann alle Verkehrsteilnehmer um Vorsicht. Die Güstrower Kinder können ihre Prüfung im Verkehrsgarten absolvieren. Andere hingegen müssten dies im öffentlichen Verkehrsraum, auf Landes- oder sogar Bundesstraßen tun. Wer solche Warnwesten auf der Straße sehen sollte, möge bitte Geduld haben und Vorsicht walten lassen. Schließlich könnte es auch ihr Kind sein.